Willkommen zurück, meine Freunde, zu dem 13. Kapitel hier bei Fire Emblem. So, also dann, in dieser Mission müssen wir nur eine einzige Sache quasi beachten. Und zwar, dass wir dieses Dorf hier auf jeden Fall besuchen, denn damit können wir nämlich ein Event triggern. Und zwar Milinus. So, und wir haben Matthew dazu bekommen. Der gepanzerte Dude, der eigentlich ein Dieb ist. Okay, gut. Und ich müsste verhindern, dass der hier sich jetzt auf das Zubewegen tut. Das heißt also, ich brauche jemanden, der die Aggro von ihm auf sich zieht. Ich glaube, das wird Hector übernehmen. Ich muss aber ganz kurz gucken, weil hier müsste eigentlich noch irgendwo eine Einheit sein, die wir kriegen, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Da ist er. Er ist ein Kavalier mit der Giftlanze. Kavalier mit der Giftlanze. Ja, ich muss nur überlegen, mit wem muss ich denn nochmal ansprechen? Ich glaube einfach mit dem Hauptcharakter. Okay, du machst dich mal ab, dich trainiere ich nicht. Du machst dich auch erstmal ab. Obwohl, ihr könnt euch ja mal. Obwohl, ihr zwei könnt euch. Ja. Wen schicke ich da oben links lang? Du hast da nur Speere? Haben wir noch irgendwo jemand, der noch was anderes hat außer Speere für ihn? Also außer ein Wurfspeer? Nee. Gut, dann. Mach du das ja mal platt. Dich wollte ich ja eigentlich, glaube ich, nicht trainieren. Ich bin mir bei dem gerade nicht mehr sicher gewesen. So. Da kann ich mit Matthew hier hingehen und dann kann er sich mit dem prügeln. Das geht wunderbar, klar. So, jetzt muss ich aber gucken, dass der hier nicht in Reichweite ist. Perfekt. Dann stelle ich dich hier. Warte mal. Ob ich mich gerade verguckt habe? Genau. Stelle ich dich hier hin. Slim Sword. So, und ihr rückt mal auf. Du rückst nach hinten. Ihr rückt alle nach, bitte. Sehr schön. So, okay. Du bleibst hier stehen, weil... Da brauchen wir erstmal nichts machen. Ein Crit-Rate. Okay, du kannst ihn auf jeden Fall zerbersten. In der nächsten Runde. Mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit. So. Ja. Und tschüss. So. Du kannst bis dahin. Du kannst auch so ziemlich weit gehen. Das hat mir nicht gefallen. Rebecca muss teilen. Ich muss aber Rebecca da irgendwie ein bisschen wegbekommen. Sonst kriegt die nämlich ein bisschen auf die Nuss. Obwohl, so ganz schwach ist er halt ja auch nicht. Dennoch. Würde ich sagen. Rescue. Ihr seid eigentlich beide gut dran. Nein, ich trade. Take. Und drop. So. Wir gucken, dass sie halt weiter nach hinten kommt. So, und du rennst ja mal da lang. Und savest das Dorf da drüben. So, okay, ihr könnt ja einfach da stehen bleiben. Fürs Erste. Wow. Du machst doch ordentlich Schaden und Elliewood kriegt ein Level-Up dafür. Und eine Resistenz. Das ist echt ernüchternd. Aua. Ich komme dir gleich rüber. Da kommt der nächste Axt-Dude. So. Donner. Du kannst bis hier vor... Warte mal. Du kannst den ja schon mal angreifen. Stehst dann auch noch relativ safe, weil du im Wald stehst.
Ich bin echt verpflichtet, Hector in einem. Es für Hector, die eine Bonusmission zu holen. So. Ich müsste halt erstmal den Dude wegschaffen. Giftaxt. Na komm, das solltest du packen. Perfekt. So, einmal Nosferatu bitte. Autsch. So. Dann kann dein Kollege das den Rest machen. Und einmal ein Donner. Bams. So, warte mal. Okay, jetzt kann keiner bis dahin laufen. 100 pro Net. Heile Stich erstmal hoch. Ach, ich muss dann unbedingt Stäbe kaufen. Unbedingt. So. Ihr fasst euch jetzt dennoch mal ein bisschen zusammen. Ich hätte das Iron Blade hätte ich schon mal an Hector weitergeben können. Das habe ich jetzt, gerade gar nicht dran gedacht. Gut, du gehst dafür weiter. Kann er im nächsten Zug schon das Dorf erreichen? Ja, kann er. Kann hier irgendwer eingreifen? Nein. Okay. Dann heilen wir erstmal Hector hoch. So. Dankeschön. Speed, Luck und HP. Okay. So. Besuchen wir es mal. Eine Mine. Na gut. Lassen wir es mal dabei. So, ihr rückt noch da ein bisschen vor. Das kann alles so bleiben erstmal. Du besuchst mal das Dorf. So. Die Fackel. Okay. Das war's erstmal. So. Au, mit 28 Genauigkeit hast du Drecksack noch getroffen, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss halt erstmal die loswerden, ohne dass ich halt ihn hier anlocke, wenn ich ihn noch bekommen möchte. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal ein paar Schritte zurück. Du stehst auf einem Forest, wa? Da kann Hector auch hinlaufen. Das ist schon mal sehr gut. So. Du noch einen Wurfbeil? Nee, wa? Nee, du kannst auch nicht bis dahin. Hier ist ein Schritt zurück. Ich würde zwar gerne meine Heilungen rausballern, aber wir haben gerade mal noch 3 Ladungen und das ist echt nichts. Zack. So, okay. Warten wir erstmal auf den Zug der Gegner. So viel Glück hast du nicht nochmal, mein Freund. Gott. Also entweder falte ich mich weiter defensiv oder gehen die Offensive. Das Problem ist halt, ich kann, glaube ich, gar keinen von denen so wirklich one-shotten. Den könnte ich eventuell one-shotten. Perfekt. So geht mein Plan zur Hälfte zumindest auf. So, okay. Ihr habt Hand extra ausgerüstet allesamt.
Ich muss den jetzt heilen, damit er nach vorne in die Front kann. So, okay. Ja, der kann bis da runter. Oh yeah, Bams! Schön gekrittet, Hector. Wunderbar gemacht. So, okay. Das heißt, da könnte ich einen hinstellen, ohne dass ich da in Gefahr gehen würde. So. Da dürfte zweimal angreifen. Das ist echt hart. Bams. Okay, so viel Schaden machst du zum Glück nicht. Wenn er den jetzt killt, habe ich 100%ig alles safe. Wunderbar. Wenn nicht, gäbe es Probleme. Oh, meine Güte, ich habe echt viel Glück gerade mit den Level-Ups. Zack. So. Jetzt kann der Dude ja mich angreifen. Viel Spaß. Mal gucken. Kein Schaden. Kein Schaden. Easy. GG. Oh. Zack. Und nochmal. Ich glaube, ich sollte da mal Sarah runterlaufen lassen. Damit die dann doch nochmal hier... Hector, du kannst doch ausweichen. Ich weiß, du musst dich erst in deine neue Rolle einfinden, ja? Sonst stehst du ja immer da und bist einfach der Fels in der Brandung, aber jetzt bist du halt ein Dieb und ein Dieb, der macht sowas nicht. Nein, 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 der macht sowas nicht. So. Gut, den kann ich erstmal one-shotten. Obwohl ich überlege, dass das Guy noch nicht mal so ein toller Charakter wäre, den ich bekommen könnte. Vor allem, er würde jetzt in sein Verderben rennen wahrscheinlich. Aber er interessiert mich eigentlich nicht. Bin kein Fan von Kavalieren eigentlich. Der hat der Pferd. Mal gucken, vielleicht, wenn er überlebt, dann kann ich ihn noch ansprechen. Schaden zurück. Na komm, du kannst ihn doch töten, oder? Wunderbar. Okay, dann gib ihm einen schönen Donner. Batz. Sehr gut. Kein Schaden. Heilst du ihn nochmal? Zack, zack. Sehr schön. Mhm. Und zack. Na komm, Hector, krieg mal einer deiner typischen Level-Ups, bitte. Dankeschön. Ist zwar nicht dein typisches Level-Up, weil du keine Rüstung gekriegt hast, aber sonst, ja, kann man mitarbeiten. So, Matthew, du machst dir noch, hast noch ein bisschen Spaß hier oben mit dem. Er könnte sogar kritten. Hätte sogar kritten können. Tuten. Na gut. So, mal gucken, ob er sich jetzt selbst umbringt. Nein, er bringt sich nicht selbst um. Und seine Farbgebung ist auch noch relativ in Ordnung. Okay. Ich kann nicht mit ihm sprechen.
Ja, muss dann mit ihm sprechen. Wer muss denn nochmal mit ihm sprechen? Ich glaube, müsste Matthew mit ihm sprechen. Ich glaube, man muss echt mit Matthew mit dem sprechen. Na gut. Matthew steht hier oben. Egal. Er ist mir nicht so viel wert, dass ich den jetzt unbedingt haben muss. Weil ich werde ihn sowieso nicht trainieren. Ich mag Kavaliere persönlich in Fire Emblem. Oder allgemein Kavaliere bin ich nicht so der Fan von. Daher, tut mir leid für dich. Würdest du mich nicht angreifen, würde ich dich sogar am Leben lassen. Aber das tust du ja nicht. Also ballern wir dich jetzt mal aus der Welt. Mir fällt auf, der hält ziemlich viel aus. Ich muss ihn halt so attackieren. Okay, das war's mit viel aushalten. Bye bye. So. Du stellst dich mal bitte hier hin. Dann nimmst du mal bitte die Giftaxt, ja? Und ihr kümmert euch jetzt mal um den hier. Und tschüss. Da oben noch unbedingt die Waffe noch hinterher tragen. Das war schon wieder verpinnt. Na gut. So. Nosferatu. Ich hätte mehr davon, wenn ich im Nahkampf das mache, falls ich verfehlen sollte. Und ja, 15% dafür sind. So, okay. Gott, ich würde dich so gerne jetzt weiter gezielt trainieren, aber es geht nicht. So. Aber wenn ich jetzt... Ich muss, darf nur bis hierhin laufen, weil wenn ich ein bisschen weiter laufe, dann tue ich dem hier einen Gefallen und lasse den auf, im Wald kämpfen. Das darf mir nicht passieren. Na gut. Oh ja, das ist ein Duell. Süß. Bams! Und nochmal. Level up für Elliot. Okay. Puh, also echt, die Heilung wird richtig knapp. Ich glaube eher, ich lasse euch mal eine Runde in den Festungen stehen. Okay, du brauchst nicht in der Festung zu stehen. Eigentlich auch nicht, aber ich tue es trotzdem mal. Heb mir lieber gerade die Heilung für einen Notfall-Healing auf. 5, 7, 4, 3 und 5. Ich muss unbedingt Tektor gucken, dass ich den leveln kann. Denkt halt übelst weit hinten. Matthew kriegt ein Level Up mit seiner speziellen Rüstung und kriegt auch nur ein... Hey, was ist denn hier los? Meine Güte. Die Wahrscheinlichkeiten mögen mich echt nicht. Versuch's erst gar nicht. Es ist Matthew als Ritter. Das würde ich erst gar nicht versuchen. Ich könnte mir versuchen, mit Matthew hier nochmal ein paar Dinger zu holen.
Wäre zwar riskant, aber ein Ausweichrate von 30. Und 10 Schaden. Beziehungsweise 11 Schaden durch den Waffennachteil. Kommen die dennoch. Weiß ich, könnten mich nicht one-shotten. Also nicht two-shotten, so rum. Ich könnte es eigentlich versuchen, obwohl ich habe ja auch noch einen Ebenenvorteil. Ich versuch's. Ich versuche ihn da oben auf den Hügel irgendwie zu platzieren. Oh. Jetzt versucht er sich den Vorteil da zu nehmen, aber Matthew ist so gewitzt. Der haut ihn trotzdem um. So. Sehr schön. Dankeschön. So. Wir warten dennoch hier noch einen Zug. So. Okay, dann kannst du mich hier. Falsche Seite getradet. Hier und die. Wohl. So, wie weit kannst du jetzt laufen? Du kannst bis dahin laufen. Eventuell schaffe ich es halt, von hier aus dann auf da drauf zu kommen. Das wäre super. Du kannst nämlich nicht bis dahin laufen. Du könntest da angreifen und er könnte daran angreifen. Alle meine anderen Einheiten platziere ich jetzt so, dass die gleich einschreiten können, wenn der da steht. Okay. So, wann kannst du an? Greifst du an? Okay. Gut. Dann werde ich im nächsten Zug dafür sorgen, dass die linke Einheit hier zum Matthew hochläuft. Und alle anderen. Ich hoffe, das geht jetzt. Nein, es geht nicht. Verdammt. Der kann aber auch nicht stehen. Dann werde ich meinen Plan eben auf den Walter übertragen und versuche und hoffe da halt das Beste rauszuholen. Warte mal, wie viel Schaden? 8 Stärke hast du, da kommen wir gerade mal selbst auf 11. 2x11 haben wir. 2x10, das würden die überleben. Wie viel Speed habt ihr? Nur ein. Wow. Okay, dann würde ich sagen, wir versuchen es mit dem Iron Blade. Alles oder nichts. Okay, du gehst noch vor, du bleibst da. Du gehst auf die Festung. Und du gehst auf die Festung. Viel Spaß. Achso, und den darf ich nicht vergessen. Damit es da nicht zu eng wird an der Stelle. Und Ende. So. Der macht das, was er soll. Sehr schön. Dankeschön. So, der macht auch, was er soll. Oh, nur die Genauigkeit von dem Iron Blade. Okay, Hector. Fühlst du dich jetzt gut, weil du eine starke Waffe hast, ja? Ich hoff's. Zack. Und zack, das war's. Sehr schön. Nice. Okay. Warte mal, greift der? Nee, der kann nicht bis dahin laufen. Na gut. Na egal. Töte ihn halt. Zack. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich alles geschafft. So, dann kannst du ihn nochmal heilen. So, das ist aber schön, dass dieses, wirklich, ich freue mich in dem Punkt echt, dass dieser Randomizer mich mit einem Dieb und einem Heiler gesegnet hat. Und ich nicht bis zum Erbrechen um einen Heiler suchen muss.
So, okay. Ich muss aber gucken, dass ich mich jetzt hier nochmal ein bisschen ausrüste, weil das sind keine Waffen. Das ist natürlich super. Das ist... Obwohl, warte mal, ich habe hier eine Iron Axe Trade. Hat ich fast verpeilt, ja? So, dann brauche ich eigentlich nur Heal. Warte mal, kannst du... Nee, du kannst nicht über das Wasser da laufen. Beziehungsweise schwimmen, würde man es ja an dem Punkt dann nennen. Du hast nur eine Stahllanze? Das ist ja traurig dafür, dass es sogar hier schon Schützen gibt. So, ich hoffe, du hast was. Yes! So. Einfach mal komplett eingedeckt. Okay. Du bist versorgt. Du hast noch ein Iron Sword. Trade. So. Okay. Gucken wir nochmal, dass vielleicht für dich noch was dabei ist. So. Ja, indirekt ist was für dich dabei. Hm. Bis auf Pflanzen haben wir wohl nichts hier. Huh? Kannst du ihm irgendwie Schaden machen? Ein Schaden. Okay, das kann ich definitiv nicht herausprovozieren irgendwie. Du machst ihm gar keinen Schaden mit der Waffe. Würde er kritten, würde es dich töten. Na gut, das ist dein Boss. Viel Spaß. Batz. Hat halt Bartra seinen Spaß. Und du haltst einfach, dass das übrig ist. So, okay. Er hat noch Schaden. Nur noch Eliwood. Na gut, Eliwood, dann gehen wir da hin. So. So, viel Spaß, komm. Batz. 10% Crit-Rate wird das echt lustig. Schade, dass Eliwood kein Pirat ist. Pirat wäre in dem Punkt cool gewesen wegen der Fähigkeit. Weil es diesen Vorteil mit der hohen Crit-Rate. So, weiter geht's im Takt. Oh, er hat keinen Bock mehr. Sehr gut gemacht. Puh, wie wär's, wenn ihr auch mal ein bisschen was davon kriegt, mit dem er was anfangen kann? Hm, nee, naja. Gut. Damit haben wir die Mission abgeschlossen. Guy haben wir leider zurückgelassen. Aber wir haben die Bonusmission freigeschaltet. Na klar. Okay, damit würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder in der Bonusmission.